In Teltow findet zum 7. Mal das Benefizkonzert Rock am Kanal statt. Diesmal allerdings an neuer Stelle, hier auf dem Marina-Gelände. Es gibt zwar noch einiges zu tun, die Veranstalter Thorsten Hörige und Michael Ritter freuen sich aber jetzt schon. Ja, die Location ist ein Hammer, die ist cool. Und wir rechnen mit doch über 2000 Gästen. Vorwiegend wird Rock und Blues gespielt. 7 Bands, 2 davon aus den Niederlanden, sind geplant. Als letzte Band der Tradition entsprechend wird Silverback auftreten. Wir werden auch wieder Wunderkerzen austeilen. Außerdem wird erstmalig eine zweite Bühne aufgestellt, auf der sich Schülerbands aus der Region präsentieren können. Wo jetzt der Transporter steht, dort werden wir die Hauptbühne anordnen, praktisch mit dem Rücken zum Wasser. Und die Leute kommen von oben runter und schauen direkt auf die große Bühne. Dann haben wir noch die zweite kleine Bühne, die wird hier mit dem Rücken zur Oderstraße angeordnet, sodass dann im Grunde genommen diese gepflasterte Fläche hier als Hauptareal bespielt wird. Los geht's um 15 Uhr. Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist der Eintritt frei. Die Karten kosten ohne Ermäßigung 10 Euro, es darf aber gerne mehr gegeben werden. Denn das Geld geht wieder ohne Abzüge an Kinder- und Jugendprojekte in der Region, beispielsweise an Kinder in Not. Entscheidend ist natürlich immer die Einnahme an dem Abend, wie viele Projekte und in welcher Höhe die Gelder bekommen. Die Kosten der Veranstaltung, die tragen wir, also sprich Sponsoren und Spendengelder, werden komplett in die Projekte fließen. Neben der Stadt Teltow, die unterstützt, gibt es mittlerweile viele ehrenamtliche Helfer und Sponsoren. Und die Bands verzichten auf ihre Gage. Leute, kommt, habt Spaß, bringt ein paar Mark mit, ein paar Euros. Genau, vergesst das Portemonnaie nicht. Relativ wichtig. Und Durst. Wir trinken auch für einen guten Zweck. Ja. Wir sind am Bierumsatz beteiligt. Der Thorsten Witt mit seinem märkischen Partyservice gibt uns 50 Euro pro verkauftem Fass Bier. Natürlich wird es auch alkoholfreie Getränke geben, vor allem aber handgemachte Musik. Beim 7. Rock am Kanal auf dem Marina-Gelände in Teltow am 31. August.